Ich gehe auf die Wiesn und mache mich jetzt dafür fertig. Und währenddessen erzähle ich euch die Schattenseiten über die Wiesn. Ich bin in München geboren und bin, seit ich ein kleines Baby war, auf die Wiesn gegangen. Als ich kleiner war, war ich natürlich immer mit meinen Eltern dort. Aber ab 16 darf man dann auch alleine in die Zelte gehen. Und das habe ich dann mit Freunden gemacht. Dort ist natürlich eine super Stimmung immer. Alle sind am Tanzen, die Musik ist super laut. Und alle sind natürlich am Bier trinken. Und dort wurde ich schon von vielen Männern begrapscht. Ich bin einfach zu meinem Tisch gelaufen und ein Mann hat plötzlich unter meinen Rock gegriffen. Vielen Freundinnen von mir ist das Gleiche auch passiert. Und irgendwie habe ich es in meinem Kopf schon abgestempelt, als wäre das einfach normal auf der Wiesn. Natürlich passiert das jetzt nicht jedes Mal, wenn ihr auf die Wiesn geht. Aber trotzdem solltet ihr das wissen, wenn ihr dorthin geht. Ich finde es so schlimm und respektlos von den Leuten, die das machen. Aber ich kann euch einen kleinen Tipp geben. Geht einfach nie alleine irgendwo hin auf der Wiesn. Und bleibt immer bei euren Freunden.